Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach Folge 381. Wir sind immer noch in unserer XXL-Senfernte und arbeiten uns langsam durch die ganzen Aufgaben, die wir auf unserem Wild West 16-fach Hof auch noch haben. Und eine Sache, die ich unbedingt in dieser Folge machen möchte, ist unsere Zuckerrüben-Schnitzelanlage ein bisschen upgraden. Und damit legen wir jetzt am besten gleich mal los. Viel Spaß! Irgendwas muss entladen werden, das ist immer irgend so einer und Performance wird irgendwie nicht ganz smooth. Ich habe es jetzt trotzdem nochmal versucht in dieser Folge. Ich glaube, dass das ein bisschen auch mit dem Pathfinding hier zu tun hat von den entsprechenden Dreschern. Wobei das echt cool ist, wie die hier jetzt diese Beete verfahren und damit immer das Rohr dann quasi außerhalb der Frucht halten. Gib zu, ich möchte eigentlich... Muss mal gucken, dass ich einen guten Moment finde zum Neustarten. Die müssten dann nämlich alle so ein bisschen auf ihren Bahnen sein und nicht gerade irgendwo verfahren. Sonst kriege ich die nie wieder vernünftig eingestellt. Müssen wir mal gucken. Aber ich sprach von der Zuckerrüben-Schnitzelanlage. Warum? So, Sekunde mal. Den können wir mal zu Hof Parken schicken. Der hat die Erdbeeren hierher gebracht. Und der gute Paul braucht noch Hühnereier. Hat sich denn der andere jetzt inzwischen mal reparationiert? Ne, der steht hier rum, weil der hier rumsteht. Der steht hier rum, weil der hier rumsteht. Muss das auch nochmal umbauen. Erzähle ich ja auch nur schon seit 20 Folgen, dass ich das hier umbauen will. Aber heute mache ich es auch nicht. So, dann kann der sich reparieren, der fährt direkt weiter. Dann kann der sich reparieren, dann fährt der direkt weiter. Sehr schön. Okay. Zuckerrüben-Schnitzelanlage, weil, schaut mal hier, die Zuckerrüben-Schnitzelanlage ist voll mit Zuckerrüben und Wasser, das haben wir also im Griff, und produziert Zuckerrüben-Schnitzel, Gülle und Steine. Wir haben hier also wirklich viel Gülle. Können wir mal ganz kurz gucken, was denn unsere Biogasanlage eigentlich so an Gülle. Ja, das können wir mal rüberfahren. Ich müsste ich wahrscheinlich mal einen LKW kaufen. Ich gucke aber gleich nochmal, wie viel Geld wir brauchen für das nächste Feld. Was wollte ich sagen, ohne zu lügen? Genau. Zuckerrüben-Schnitzelanlage, ne? Zuckerrüben-Schnitzelanlage würde ich, glaube ich, mal upgraden. Es ist nicht wenig Geld, ich weiß. Aber die Zuckerrübenschnitzel sind ein wichtiges Produkt, sowohl für die Zuckerfabrik, die wir in den letzten Folgen geupgradet haben, als auch ein Steinlieferant, als auch ein Güllelieferant. Deswegen würde ich die 150.000 jetzt hier mal investieren, die Zuckerrüben-Schnitzelanlage auf Stufe 3 bringen. Schaut auch mal auf die Lager oder Läger. Die werden jetzt, da habe ich ein bisschen an der Datei rumgefummelt. Die werden jetzt auch nochmal deutlich größer. Zack. Ach so. Ja, dann verschwindet das Ding immer so. Jetzt gucken wir mal hier. Also 900.000 passt jetzt rein. Und hier ist auch jede Menge Platz. Jetzt gucken wir mal die Zuckerrübenschnitzel. Da passiert schon ganz ordentlich was. 633.000 Zyklen pro Monat. Schlecht programmierte Mod, ne? Das ist auch sehr, sehr, sehr rechenintensiv hier. Das würde mich mal interessieren. Ich stelle das jetzt mal aus. Ob die das ist, die für unsere kurzen... Weil die so viele Zyklen pro Monat generieren. Ne, ist sie nicht. Okay. Muss auch wieder anmachen. Also... Der wird jetzt hier Zuckerrüben en masse produzieren, die eigentlich verteilt werden sollen auf die Zuckerfabrik. Und hier in der Zuckerfabrik kann man aber sehen, dass die Zuckerrüben-Schnitzelanlage gegen die neue Zuckerfabrik nicht ankommt. Also haben wir hier tatsächlich jetzt mal den Fall, dass wir den zuliefernden Betrieb upgraden müssen. Wenn der Wasserkollege mit dem Heu, Heu kommt auch in den Schafstall und Wasser auch. Wenn der fertig ist, können wir den hier hinschicken. Gülle habe ich im Moment keinen LKW für, um das zu fahren. Das müsste in die Biogasanlage, Steine, das ist alles in Ordnung, dann brauchen wir uns nicht kümmern. Zuckerrüben könnten hier rüber, das mache ich jetzt nämlich auch mal. Der sollte das eigentlich zur BGA fahren, weil wir hier eine Warnung haben. Ja. Aber wir haben da drüber schon die Warnung, dass die Zuckerrübenschnitzelanlage, ich bin kurz gegen den Hauswand gefahren hier, dass die auch schon, also ändere ich hier mal seinen Auftrag. Und dann werden wir das Stück für Stück. Also, du bringst bitte Hof, Silo, Output.
zu Zuckerrüben-Schnitzelanlage, Rüben-Input und Zuckerrüben. So, und jetzt muss ich dich nur einmal drehen. Sonst kommst du hier durcheinander. So. Electric ist angekommen bei Hofparken. Was hast denn du eigentlich gemacht? Du hast die Erdbeeren transportiert, dann können wir jetzt dem Pavel nochmal seine, sage es mit Absicht so, Hühnereier bringen. Ne, wir haben hier zwar die Güllefässer, aber unsere LKWs sind gerade im Einsatz. Und jetzt einen Dolly holen oder so, habe ich keine Lust. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken, weil ich es tatsächlich nicht mehr weiß. Ihr wisst es vielleicht noch. Wir hatten ja darüber nachgedacht, das Feld Nummer 1 zu kaufen. Das Feld Nummer 1 kostet 2,7 Millionen. Das könnte man eigentlich nur hinkriegen. Wo ist denn? Der ist schon wieder da. Das habe ich einfach so weggeklickt. Staffelei voll, Bilderrahmen voll. So, das ist dann die Kunstfabrik, ne? Da kriegen wir, glaube ich, beides auf einen Anhänger. Option verwalten, Bilderrahmen auslagern. 9 Stück. So, hin. Einsteuerung halt Y, Europaletten. Das ist rein Europaletten, dann kriegen wir da nämlich die alle drauf. Das ist gut. Produktion verwalten. Also hier auslagern 6. Und hier auslagern, ja, können wir ruhig 10 machen. Der eine, der fehlt, kam jetzt dazu. Ja. Warum macht er nicht weiter? 9. Ah. Jetzt. Lange Bretter voll. Passt. Was ist hier? Schindeln, rot. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Hier sind sie, die Bilderrahmen und die Staffeleien. Jetzt fahren wir noch hier und holen uns hier noch die... Ich hoffe, er kippt dann nicht wieder um. Mal gucken. So. Produktion verwalten. Schindeln, auslagern. 10. Tack. So. Super. Das dürfte ein bisschen Kohle bringen. Ich glaube aber keine 700.000, aber vielleicht so 60.000, 70.000 mit ein bisschen Glück. So, und die Plus-Anzeige ist verschwunden. Wir arbeiten uns also wirklich Stück für Stück durch die Meldungen hier durch. Das ist sehr gut. Und in der letzten Folge waren es, glaube ich, 18 Fahrzeuge, die gleichzeitig liefen. Das ist natürlich eine Nummer. So, ich hatte den Kleinen hier am Wickel. Und ich halte trotzdem noch mal kurz an. Ich will einmal schauen, wie viel Senf ist denn inzwischen im Silo. Mustard, fast 500.000. Das sind in dem Fall dann also wirklich 1,5 Millionen Euro. Das ist der absolute Wahnsinn. So. Die. Noch ein Stück vor. Noch ein Stück vor. Was jetzt? Umschalt rechts. Ja, habe ich doch gemacht. So, dann können wir den hier noch mitnehmen. So. Wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Produktionen mehr bauen, die Hühnereier benötigen. Ein Krampf. Ja, da sind sowohl die Dessertfabrik als auch die Bäckerei, aber die gehen jetzt mal hier zur Bäckerei. Zack. Dessertfabrik Milch, okay, das können wir dann auch ohne Probleme nochmal machen. Großes Gewächshaus Wasser, da ist eins verschwunden. Roboter Heu. Mal noch irgendwas raus. Ist das. Weiß nicht, was da jetzt rausgeflogen ist gerade. Zack. So, passt. Wie sieht's hier aus? Der fährt, der fährt, der steht. Da kommt er aber. Na gut. Dann ist es so.
Bäckerei knust, Eiermeldung ist weg. Jetzt frage ich mich, fährt schon einer Heu zu den... Nein, das solltest du nämlich machen, ne? Du solltest Heutrocknungsanlage Output, Schafe Input. Bei. Doch irgendeinen losgeschickt zum Heu, ne? Bin da. Ah, my bad. Sorry. Zu den Kühen. Zu den Kühen. Silage. Dann muss ich den anderen auch um. Dann brauchen wir den. Einer reicht. Kann der noch was anderes machen? Biogasanlage, Zucker im Schnitzel. Hm, ist gerade schlecht. Wasser, Erdbeeren. Nee. Dann kann er erstmal wieder nach Hause. Gut. Okay, also da sind wir relativ gut und zügig vorangekommen und ich möchte in dieser Folge mal etwas ausprobieren und zwar tatsächlich mal wieder einen kleinen Gefallen für unseren Kollegen aus Frankreich, unseren Schwager, Cousin, whatever, der ja in der Region Kasselnau lebt und in der Region Kasselnau sind die, sag ich mal, Geldverhältnisse natürlich ein kleines bisschen anders, deswegen möchte ich mal wieder hier etwas ausprobieren für unseren Cousin, Schwager, Bruder, wie auch immer. Und vorher lese ich euch aber erstmal einen Witz vor. Zwei Engländer spielen Golf. Während sie am 14. Loch sind, kommt ein Trauerzug vorbei. Der eine Golfspieler nimmt seine Mütze ab und verharrt regungslos, bis der Zug vorbei ist. Das war aber eine sehr noble Geste, sagt der andere. Tja, das gehört sich doch aber auch so, wehrt sich der Erste. Schließlich waren wir fast 30 Jahre verheiratet. Finde ich gemein. Auf eine lustige Art und Weise. So, immerhin mal einer zum Schmunzeln. Was möchte ich also machen? Ich möchte Folgendes tun. Hier hinten bei unseren Bäumen möchte ich das Thema Kaminbrennholzproduktion einmal testen. Ich zeige euch das gleich mal. Also ich zeige euch erstmal die Produktion dahinter. Die müsste von hinten angescrollt halbwegs zügig zu finden sein. Nein, das ist sie nicht. Da falle ich immer wieder drauf rein. Das ist sie, die Brennholzproduktion. Und ich glaube, die will ich so ein bisschen... Warum muss ich die denn eigentlich sehen? So, ne? 40.000, das ist für uns überhaupt keine Kohle. Das mache ich mal hier so. Und das testen wir einfach mal. Also passt auf, ich setze die mal hier hin. Da hat er das nochmal so ein bisschen gerade gemacht. Null Problemo. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen Deko drumherum machen. Man kennt es. Vielleicht mal tatsächlich so ein bisschen eingezäunt. Finde ich gar nicht so schlecht. Verzeihung, da musste ich furchtbar niesen. So, und dann Hochleistungsscheinwerfer. Ja. Und hier noch ein. So, dass man auch bei Dunkelheit arbeiten kann. Landschaftsbau, Bäume. Auf jeden Fall. So, vor die Lampe. Ja. Oh, so ein bisschen. Nicht zu viel, nicht zu viel. Ah, das wächst dann immer hier so ein bisschen um den Zaun rum, weil man das nicht so richtig mähen kann. Immer, ihr kennt das, Rasenkanten. Mir geht es im Wesentlichen eigentlich darum, hallo? Dass wir das mal für die Kasselnau ausprobieren können, denn ich möchte ungern da sehr viel Geld investieren, wohl wissend, dass das nachher dann vielleicht gar nicht so richtig funktioniert. Und deswegen testen wir das einfach mal hier. Wir werden es wahrscheinlich nicht groß benutzen. Aber ja, so, das ein bisschen hier so. Gut, dann ist das hier so eine Brennholzecke, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Ist jetzt nicht meine schönste Arbeit, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Wir gucken mal hier rein in das Verkaufsmenü. Müsste relativ weit unten sein. Brennholz hier. Ihr könnt es beim Containerhafen-Export, könnte man es tatsächlich verkaufen. Zum Preis kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wie viel das so ungefähr ist. Wir werden mal gucken, wie wir das machen. Das heißt, ich besorge mir jetzt gleich mal einen schönen Holzstamm und dann bringen wir den hier mal her. Und dann gucken wir mal, was passiert, wie das Ding hier arbeitet. Funktion verwalten kann ich auf jeden Fall machen. Also hier geht Holz rein und Brennholz raus. Cool. Kann sogar beschleunigt werden. 110.000 Liter halte ich für eine echt extrem krasse. Und hier stelle ich jetzt tatsächlich mal auf Auslagern, damit wir das dann auch mal sehen können, wie das aussieht. Und ja, ich glaube, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Freundlicher Kommentar, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.